Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir mal darüber, was in meinem Kamerarucksack ist, wenn ich losziehe, um Fotos zu machen. Das Thema interessiert sehr viele von euch. Ich bekomme da echt regelmäßig die Frage dazu gestellt und ich möchte es gerne heute mal aufgreifen. Grundsätzlich, bevor wir anfangen, müssen wir unterscheiden, was ich fotografiere. Dementsprechend habe ich auch das Equipment dabei. Das heißt, ihr wisst ja, ich fotografiere nicht nur Landschaften, sondern auch Porträts und Auftragsarbeiten, und da muss ein bisschen unterschieden werden. Und es gibt auch noch mal einen Unterschied, ob ich nur fotografieren gehe oder auch filme. Auch das ist noch mal ein Unterschied. Dementsprechend habe ich wieder anderes Equipment. Heute sprechen wir mal nur vom Fotografieren, und zwar Landschaften und Porträts. Und wer mir schon sehr lange folgt, der weiß, dass ich für Porträts vorwiegend immer noch gern die Canon einsetze, einfach wegen den Hauttönen. Das heißt, die Kamera hier in dem Fall wäre die Canon EOS R. Der hat 30 Megapixel, hat einen Vollformatsensor, hat eine sehr gute Videofunktionalität, wenn ich sie mal brauche, aber hat vor allen Dingen im Fotografieren einen Autofokus, der gut ist, der jetzt nicht überragend ist gegenüber der Sony, aber er ist so gut, dass er für das, was ich mache, ausreicht und gerade für Porträts, für Menschen auf jeden Fall ja gut geeignet ist. Wildlife würde ich damit jetzt nicht unbedingt fotografieren wollen, da finde ich die Sony wieder doch deutlich besser ausgelegt, alleine was die Fokusmöglichkeiten angeht. Aber wie gesagt, für die Porträtsachen, Hochzeiten, Aufträge und auch Landschaften ist die Canon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kamera. Denn sie hat sehr, sehr schöne Farben und ich mag die Canon-Farben. Ich mag auch die Fuji-Farben, wie ihr wisst. Und Canon geht da schon sehr in die Richtung und deshalb ist es auf jeden Fall meine Kamera der ersten Wahl, wenn es um Porträts und vielleicht auch ab und zu mal Landschaften geht. Für Landschaften benutze ich dann die Sony A7 R3. Aus dem einfachen Grund, der höhere Dynamikumfang hilft mir, gerade wenn ich jetzt meine Belichtung ein bisschen verrissen habe, noch was rauszuholen. Das ist bei der Canon schwieriger. Und ich mag auch die Auflösung. Die ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber wenn ich doch mal etwas größer drucken möchte, also deutlich größer, was ich dann doch mal schon mal mitmache, dann habe ich dann schon gern mehr Megapixel. Und deshalb habe ich die Sony dafür und natürlich auch fürs Filmen. Die Sony hat auch einen sehr, sehr guten Codec, was das Filmen angeht. Also auch da mag ich die sehr. Sie ist deutlich besser als die A7 R2, die ich vorher hatte. Und für Porträts ist es natürlich auch sehr gut geeignet. Das sind die Hauttöne nicht ganz so, wie ich es mag, aber sie sind schon besser als bei der A7 R2, die ich vorher hatte. Also auch hier, wenn ich in Landschaft ein bisschen Porträt kombiniert mache, dann ist es auch für mich eine gute Kamera. Jetzt kommen wir mal zu den Gläsern, denn die machen am Ende auch den Look aus, den ich haben möchte, beziehungsweise das, was ich auch erstellen und kreieren möchte. An Sony benutze ich auch grundsätzlich einen Adapter, um meine Canon Gläser mit benutzen zu können. Ich habe also nicht alles Sony nativ, sondern auch einiges an Canon Gläsern, die ich dann hier dran adaptiere. An der Canon ist es ähnlich der Fall. Hier habe ich einen Adapter, um meine alten Canon Gläser nutzen zu können. Also alle EF Gläser kann ich hier an dem EOS R Bayonet nutzen. Und demzufolge habe ich auch keinen Qualitätsverlust, keine Qualitätseinbußen, was Fokus und Bildleistung angeht. Also hier kann ich die auch 1:1 benutzen. Aber die Adaptierung ist natürlich sehr schön, wenn ich die Canon-Gläser an der Sony nutzen kann, weil ich hier zum einen eine deutlich größere Range habe, was Brennweiten betrifft. Und zum anderen kann ich die Gläser auch weiterverwenden und muss mir nichts neu kaufen. Das finde ich schon ziemlich gut. Aber wie ihr seht, habe ich mir einiges auch an Sony-Sachen inzwischen neu dazugekauft in den letzten Jahren, weil ich einfach Sony sehr viel nutze und hier auch die Vorteile sehe und mir dann sagt, okay, gerade für Landschaften habe ich dann spezielle Anforderungen. Da brauche ich dann mal noch eine andere Brennweite und demzufolge auch ein anderes Glas. So, was benutze ich für Porträts? Wir fangen mal damit an. Für Porträts benutze ich sehr, sehr gern an der Canon das 105er hier von Sigma. Diese riesen Klopper hier, ich mache es mal vorne auf, damit ihr auch seht, wie viel Glas das ist. Also eine sehr große Linse, eine sehr schwere Linse, sehr teure Linse, die einen sehr, sehr coolen Look erzeugt. Ich blende mal hier ein, zwei Beispiele ein. Es ist ein tolles Glas, aber es ist auch massiv und schwer. Also wenn du dieses Glas mitnimmst, dann musst du wissen, warum. Weil das im Rucksack wie auch in der Hand einen deutlichen Unterschied macht, was das Packmaß angeht und das Gewicht. Also es ist ein geiles Objektiv und ich mag es sehr für Porträts, aber ich nehme es dann auch nicht immer mit. Gerade auch wenn es darum geht, wirklich das letzte Quäntchen an Packmaß einzusparen, dann bleibt die Linse auf jeden Fall zu Hause. Dann nehme ich was anderes mit. Zum Beispiel ein 100er Makro oder so, das ist deutlich leichter, deutlich kleiner. Da braucht es dann sowas nicht und in der Landschaft benutzt du ja oftmals nicht eine Blende 1.4 oder 1.8, sondern auch gerne mal auf 2.0. Je nachdem, was du machen möchtest natürlich, was du für einen Look auch kreieren magst. Aber ja klar, du kannst die Linse auch für Porträtsachen und für Landschaften einsetzen. Also du bist nicht zwingend gebunden an Porträts. An und für sich ein geiles Glas. Der Look, wie gesagt, spricht für sich. Das ist
erste Sahne sehr eingeschränkt, weil es eine Festbrennweite ist und du mit deinen Füßen zoomen musst, also du musst dich bewegen. Das ist schon ein riesen Nachteil, wenn du jetzt was Spezielles machen möchtest und einfach den Platz nicht hast. Dann musst du das vorher wissen, dann wäre vielleicht so ein 70-200 oder ein 24-70 besser geeignet, wenn du ein bisschen mehr Range magst. So, dann habe ich gern noch das 35er dabei, das ist gerade auf der Canon drauf, das filmt gerade. Auch das nutze ich gern für Porträts, gerade was Gruppenaufnahmen angeht oder größere Gruppen, kleinere Gruppen, wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen, wo sind wir überhaupt, also weniger das Freistellen, dann nehme ich auch gern das 35er und natürlich kann das auch eine gute Offenblende von 1,4. Das braucht es aber auch nicht immer, gerade draußen. Draußen blende ich dann gerne mal ab auf 1,6, 1,8, einfach um mehr Tiefenschärfe zu bekommen, gerade bei Gruppenaufnahmen, wenn du mehrere Reihen hast zum Fotografieren an Menschen und wenn ich auch ein bisschen mehr zeigen möchte, wo wir sind. Ja, wenn das Gebäude im Hintergrund auch noch scharf sein soll, dann reicht natürlich auch ein 35er mit Blende 2,8 aus oder Blende 4 sogar, weil du in der Regel schon abblendest, so mache ich das zumindest, um mehr Schärfe ins Bild reinzubekommen. Das 35er ist aber auch unabhängig von den Porträtsachen natürlich für Landschaften auch sehr gut geeignet. Das ist ein sehr guter Allrounder, womit du beides sehr gut machen kannst. Und deshalb habe ich das auch gern für Porträtsachen dabei, weil da kann ich dann auch bei den Porträtaufnahmen mal noch speziell ein bisschen mit die Landschaft einbinden und auch ein bisschen zeigen, wo wir sind. Und dafür ist es schon sehr, sehr gut geeignet. Es ist nicht furchtbar teuer, es ist völlig okay für den Preis. Ich habe, wie gesagt, das Sigma 35er, das liegt zwischen 500 und 700 Euro, je nachdem, ob du es neu kaufen möchtest, ob du es gebraucht kaufst, in welchem Zustand es ist und so weiter. Und aber die Preisrange ungefähr 500 bis 700 Euro, ja, ist eigentlich fast immer gleich, egal wo du es herbeziehst. Dann habe ich für Portraits natürlich auch in letzter Zeit weniger, muss ich gleich dazu sagen, das 70-200 von Canon. Das ist auch nicht mehr die ganz aktuelle Version, das ist die zweite Generation. Demzufolge hat es auch natürlich nicht den ganz rasanten Autofokus. Das ist aber für Porträts nicht so wichtig, weil ich da auch gern manuell fokussiere. Und an der Canon kannst du wunderbar manuell fokussieren. Der manuelle Fokus ist wirklich sehr, sehr geil, fein abgestuft und zeigt mir wunderbar, wo der Schärfebereich liegt. Besser als bei der Sony, muss ich gleich dazu sagen. Hier hat es schon viel getan, aber bei der Canon ist es immer noch ein Ticken besser. Und gerade auch bei Porträts, wenn ich jetzt Kinder fotografiere, die sich schnell bewegen oder Hunde, Tiere generell, dann hilft mir dort das Fokus-Picking noch ein bisschen besser beim Scharfstellen. Bei der Sony ist es ein bisschen schwieriger, finde ich. Das 70-200 2,8 ist natürlich, ja, der Klassiker. Das kennen sehr viele, das haben auch sehr viele. Aber auch das braucht es nicht zwingend. Für Porträts ist es natürlich schon ein sehr, sehr cooler und auch ein sehr eingebürgerter Look. Also den kennen sehr viele, den Look. 70-200 auf Blende 2,8, da gibt es auch von Sigma ein sehr tolles, ein deutlich günstigeres als von Canon. Aber da ich das einmal habe, werde ich es auch behalten und sehe mich nicht gezwungen, eine neuere Version zu kaufen, weil ich zum einen das 105er habe und zum anderen hier auch das manuelle Fokussieren wunderbar geht, auch an der Sony adaptiert. Und 200 mm voll reingezoomt auf Blende 2,8, ja, das ist dann schon ein sehr, sehr cooler Look. Den mag ich, aber ich setze es, wie gesagt, immer weniger ein, weil ich das 105er habe und damit sehr zufrieden bin. Der Autofokus beim 105er auch noch ein Ticken schneller, ein Ticken besser ist. Trotz der fehlenden Bildstabilisierung, ich mag den Look und es gefällt mir einfach noch ein Ticken mehr. Aber, dass ich es mit gesagt habe, das 70-200 ist an und für sich natürlich, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, was kommt an Projekten, an Porträts und ich muss sehr flexibel sein, ist das dann eher meine erste Wahl, weil ich von 70 bis 200 eine Range habe, wo ich auch noch ein bisschen variieren kann und das hilft mir dann schon, gerade wenn ich on location überhaupt nicht weiß, was ich vorfinde. Hier bin ich eingeschränkt mit dem 105er, mit dem 70-200 hingegen kann ich auch mal am Objektiv zoomen, näher rangehen, weiter weggehen und das hilft dann schon, gerade im Zweifel, wenn du überhaupt nicht weißt, was auf dich zukommt. Ein 85er vermisst du wahrscheinlich hier gerade in meiner Sammlung, das habe ich nicht, weil ich das 105er habe und damit sehr glücklich und zufrieden bin. Klar, das 85er, ich habe auch schon oft überlegt, mir mal ein 85er zuzulegen und vielleicht das dann weniger mitzunehmen oder vielleicht sogar zu verkaufen, weil das 85er nochmal deutlich kleiner und leichter ist, auch noch ein Ticken günstiger ist. Und gerade auf Blende 1,8 oder 1,4 hast du dann superben Hintergrund, also wunderschön freigestellt mit einem tollen Bokeh. Ich hatte auch das Sigma schon im Test, was ein sehr, sehr tolles Objektiv ist. Wenn du das nicht kennst, schau mal meine Playlist oben rein, ich verlinke das mal an der Stelle, da kannst du dir mal das Review anschauen. Aber ich mag das 105 und ich habe das auch und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Also wenn du es einmal hast und damit zufrieden bist, dann gibt es meistens keinen Grund, auf was anderes zu wechseln. Dann habe ich gern, und jetzt kommen wir zu etwas Speziellerem, auch gern mal für Porträts das 28er. Das setze ich weniger natürlich ein für Porträts, aber das 28er bei Sony
Das ist so ein Objektiv, gerade mit Offenblende 2.0, da kannst du auch mal schon freistellen, trotz allem, ja. Also so ganz körperfreistellen ist dann schon schwieriger, aber es ist natürlich schon ein bisschen Autofokus im Hintergrund. Und das hat nochmal einen Look, der ist sehr, sehr, sehr speziell. Liegt also deutlich unter dem 35er-Look. Quatsch, da drüben ist es unter dem 35er-Look, was mich gerade filmt. Du hast noch ein bisschen mehr im Bild. Mit Blende 2.0 kannst du nicht mehr so krass freistellen wie beim 35er, aber du hast schon noch ein bisschen Bokeh und gerade wenn du sehr nah rangehst, hast du dann auch noch Bokeh im Hintergrund und das setzt sich ab und zu auch noch für Porträts ein. Da musst du aber aufpassen, weil da hat es auch schnell eine Verzerrung, gerade wenn du Personen am Rand stehen hast. Da kann es sein, dass du dann durch die Verzerrung ja, komische Abbildungsleistungen der Personen hast. Da musst du ein bisschen aufpassen, gerade wenn du Gruppen fotografierst oder einzelne Menschen, die quasi ein bisschen schräg stehen, so Männer, die so ein bisschen zu so den martialisch ein bisschen härteren Look wollen, so ein bisschen schräg stehen mit einem Kantenlicht und sowas. Da musst du gucken, wenn du zu weitwinklig bist, sieht das cool aus oder es sieht komisch aus. Das ist ein bisschen tricky, das braucht ein bisschen Übung, aber das 28er geht natürlich auch und funktioniert sehr gut für Porträts, wenn es denn mal on location erfordert wird. Das 28er ist auch eine gute Überleitung zum Thema Landschaften. Ich fotografiere mit dem 28er fast ausschließlich alle meine Landschaftsfotos. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich gar kein Weitwinkelobjektiv habe, also ein klassisches Weitwinkel oder ein Ultraweitwinkel. Das ist meine weitwinkligste Linse, die ich habe, 28 mm. Und das Objektiv, da kommen wir gleich dazu, das ist auch so ein bisschen verschrien bei vielen Fotografen, weil es jetzt nicht so ultra scharf ist, weil es auch nicht unbedingt die besten Sonnensterne macht, obwohl es eine sehr gute Verarbeitung hat. Und von Sony natürlich ein natives, gut verarbeitetes Objektiv ist, hat es nicht die besten Sonnensterne. Und es ist ein bisschen die Krux einer Situation, jetzt mit dem Objektiv draußen Landschaften zu fotografieren. Ich habe mich aber sehr darauf eingespielt, ich habe mich daran gewöhnt und ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Also ich kann damit meine Milchstraße fotografieren, natürlich nicht so wie mit einem besseren Objektiv im Sinne von offenblendiger und auch weitwinkliger. Aber ich habe mich darauf eingespielt, damit auch mal Sterne zu fotografieren, damit auch mal, wenn ich einen Weitwinkel mache, mal ein Panorama zu schießen aus mehreren Fotos. Das geht alles im Zweifel und natürlich nur bedingt teilweise, aber es geht. Und ich mag den Look sehr. Ich habe mich darauf sehr eingeschossen, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn du mal meinen Feed bei Instagram durchschaust, dann wirst du sehen, dass du damit echt eine ganze Menge machen kannst und das gar nicht so einschränkend ist, wie manche denken. Und was ich natürlich sehr gern benutze, ist, und jetzt kommen wir gleich zu diesem hier, für Wildlife-Sachen in der Landschaftsfotografie das 200 bis 600 von Sony, auch ein natives Objektiv. Das habe ich mir erst dieses Jahr zugelegt, habe damit auch erst ein paar tausend Bilder geschossen. Also meine Erfahrung ist damit noch nicht so groß. Ich hatte ja letztes Jahr mal das Sigma, das 60-600, genau. Da gibt es auch ein Review von mir hier auf dem Kanal, das kannst du dir gerne mal anschauen. Was natürlich eine tolle Bildleistung hat, super scharf ist, einen tollen Autofokus hat. Und auch dieses Objektiv hier ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe mich dann für das Sony entschieden, nativ, weil ich einfach die Sony sehr gerne dafür einsetze. Und habe mir dann gesagt, komm, dann nehme ich auch ein natives Objektiv für diesen Brennweitenbereich. Es ist auch wieder sehr speziell. Also du kannst damit auch Landschaften machen, im Sinne von in den Bergen mal auf so eine Spitze draufhalten oder ins Tal runter fotografieren. Das geht natürlich alles. Aber natürlich ist es prädestiniert gerade für Wildlife-Sachen. Und es gibt dazu noch ein Review, ich werde das auf jeden Fall noch drehen, da könnt ihr gespannt sein, das wird noch kommen. Aber so ein fundiertes Zwischenfazit kann ich jetzt mal kurz vorab abgeben. Es ist ein sehr, sehr gutes Objektiv, es ist auch jeden Euro wert. Es ist natürlich nicht günstig, aber es ist wirklich jeden Cent wert, weil du hier einfach allein schon durch den Bildstabilisator so eine gute Möglichkeit hast, Wildtiere zu fotografieren und auch beim Fokus dran zu bleiben, wenn jetzt ein Vogel sich schneller bewegt in der Luft. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber ich zeige das mal im Review noch etwas genauer. Da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Das Objektiv habe ich dann auch schon gern mal dabei, wenn ich jetzt mir sicher bin, ich werde Wildvögel fotografieren, ich werde vielleicht auch den Bergen mal ja, Murmeltiere fotografieren oder Gämse, Böcke und so weiter. Dann geht das auch. Oder die Wildhasen hier in Erfurt in Thüringen. Das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut. Aber du musst natürlich auch wissen, was du damit machen magst. Und für zwei, dreimal im Jahr ist es dann wieder viel zu teuer und auch viel zu groß und auch zu schade einfach, ja, dass es nur rumsteht. Das ist mein Wildlife-Objektiv und natürlich auch so für spezielle Shots in den Landschaften. Und was viele gar nicht wissen, ich habe auch gerne mal meine Polaroid dabei. Auch die ist ab und zu in meinem Fotorucksack dabei, wenn ich gerade länger in die Berge fahre. Dann habe ich gerne mal so eine Polaroid dabei. Die ist jetzt aus dem Jahre 1992, funktioniert immer noch. Das ist so ein 7 € eBay-Kauf, so ein Dachbodenfund, wo gar nicht klar war, ob es noch funktioniert.
Und ich wollte es mir eigentlich für Deko-Zwecke kaufen und es funktioniert aber noch. Und viele wissen gar nicht, dass die Polaroids über die Filme gespeist werden mit der Batterie. Ich dachte auch, ich muss eine Batterie wechseln, die wird über den Film gespeist. Also das ist auch eine tolle Möglichkeit, Fotos mal anders einzufangen, anders festzuhalten. Das habe ich zum Beispiel auch mit dem Nico gemeinsam gemacht, dem Nico Schut. Mit ihm war ich ja gemeinsam an der Ost- und Nordsee unterwegs und da hatten wir beide unsere Polaroids dabei und haben ein bisschen rumexperimentiert und das war ganz witzig, auch mal ein Polaroid-Bild zu machen und mal einen anderen Look zu kreieren und einfach auch mal ein nicht perfektes Foto zu machen, was in der Landschaftsfotografie auch, ja, auch mal ganz witzig ist und mal fernab von der digitalen Fotografie mal eine andere Perspektive bietet. Ja, natürlich gibt es dazu auch noch Speicherkarten. Ich habe zum Beispiel dieses Case immer gern dabei. Da passen deutlich mehr Speicherkarten rein, als ich natürlich brauche. Selbst auf längeren Trips nutze ich immer die 128er hier von SanDisk. Habe auch noch für die Drohne einige dabei, wenn ich denn mal die Drohne brauche. Wenn nicht, ist das mein Backup. Dann nehme ich zur Not noch hier die 64er. Aber in der Regel reichen mir 1 bis 228 auf meinen Trips völlig aus. Egal, ob ich jetzt noch in der Nacht Fotos mache oder auch längere Tage unterwegs bin, ohne ein Backup machen zu können. Da reichen auf jeden Fall aus. Hier in dem Case auch wassergeschützt. Das ist mein zweites. Das erste ist mir kaputt gegangen. Das hat, glaube ich, auch jeder Landschaftsfotograf irgendwie in der Tasche. Ist ein sehr, sehr gutes Case. Schützt auch vor Staub und ja, vor Nässe, vor Spritzwasser. Ein sehr, sehr gutes Teil. Kostet nur ein paar Euro. Ich verlinke das mal unter diesem Video. Und für Backups habe ich natürlich auch meine SSDs ab und zu im Rucksack von SanDisk. Je nachdem, wie lange ich jetzt wegfahre, nehme ich dann die 512er oder gleich die 1TB-Version mit und kann dann mal schnell meine Fotos sichern. Ja, bin dann safe, dass auch nichts verloren geht. Ja, das sind soweit meine Ausrüstungssachen für Landschafts- und Porträtfotografie. Natürlich gehört dazu noch eine ganze Menge mehr, wie zum Beispiel Reflektoren und Blitze, wenn ich Porträts spezieller aufnehme. Darüber soll es aber heute gar nicht gehen. Sondern ich wollte euch eher mal zeigen, was habe ich denn eigentlich im Kamerarucksack, wenn ich das eine oder andere mache. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant, ein bisschen hilfreich. Es ist natürlich auch mal sehr speziell, was du machen möchtest, weil ich weiß, viele von euch fragen mich auch gern, okay, welche Kamera kann ich benutzen, welche Kamera ist die beste im Sinne von Upgrade oder der Einsteiger unter euch. Und da gibt es nie das Geheimrezept im Sinne von, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern ich empfehle immer, die Sachen anzufassen, in den Laden zu gehen, wenn es denn geht, oder mal auszuleihen, oder bei Freunden mal anzuschauen. Und gerade auch Objektive. Da muss ich sagen, leiht sie euch mal aus. Bei einem Objektivverleih könnt ihr online überall inzwischen, wenn es denn geht, ausleihen, euch eintragen, mal für eine Woche rumspielen, ein bisschen austesten. Und in der Regel hast du eigentlich nach ein paar Tagen ein gutes Fazit für dich gebildet, im Sinne von, brauche ich es, brauche ich es nicht. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch das Feature der Woche. Und zwar unter dem Hashtag Silvius Woche kannst du dein Foto markieren bei Instagram. Und ich sehe das dann im Feed und kann mir dann auch das ein oder andere rauspicken und mal featuren über die Story. Heute gibt es einen direkten Feed-Feature und zwar für den Robert. Er heißt Reiselust Rob bei Instagram. Er taggt auch jedes seiner Fotos mit dem Hashtag Silvius Woche und er ist heute dabei hier. Heute zeige ich mal seinen Feed und ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen würdet, bei ihm ein bisschen Liebe da lasst, vielleicht eine Rückmeldung unter einem Foto gebt, damit ihr ihn unterstützt und vielleicht sogar folgt. Da würde ich mich mega freuen und ja, schaut einfach bei ihm vorbei, lasst euch ein bisschen inspirieren von der Fotografie, die er macht in Landscape und in der Tierfotografie. Er hat auch einen sehr süßen Hund. An dieser Stelle gehen die Grüße raus an Robert und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ja, und für alle, die jetzt bis zum Ende zugeschaut haben, sage ich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war hilfreich und in diesem Fall bis zum nächsten Video. Tschüss.